Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von S19 Goldgräber, Folge Nummer 60, nee, 61. Schön, dass du wieder dabei bist, das freut mich sehr. Und ja, wir waren in der letzten Folge dabei stehen geblieben, dass wir mit dem neuen Radlader ein bisschen geschaufelt haben. Wenn du nicht verpassen willst, wie ich weiterschaufel, lass du gerne ein Abo da und drück die Glocke, sehr gut. Damit unterstützt du mich, zwei Klicks, zwei einfache Klicks. Wasser ist alle, wir warten drauf, dass der LKW zurückkommt, damit wir hier den Wassertransport wieder automatisch laufen lassen können. Sehr gut. Und ja, Steine werden verkauft, die Erde wird zum Betonwerk gebracht, damit wir da mehr Sand haben und wir neuen Beton herstellen und verkaufen können. Wir könnten mal eben kurz die Palette umladen. Nö, stattdessen wird einfach der Trecker eingeschalten und dann wird weggelaufen. Sehr gut. Ja, hier haben wir noch die Sonnenblumen. Da könnten wir mal eben umswitchen, dass der jetzt auch wirklich der Raps, der uns ja noch fehlt, dass der jetzt mal geerntet wird endlich. Nicht, dass wir da öltechnisch irgendwann auf dem Trockenen sitzen. Also einmal zurück in den Drescher und dann umrüsten auf Raps. Ja. Dann haben wir nämlich dann auf jeden Fall wieder ein bisschen Diesel in der Mache, wenn wir dann die Zeit auch vorlaufen lassen, weil die Waschanlage läuft. Und ja, in der letzten Folge, wie gesagt, den großen Radlader geholt. Was jetzt alles noch passiert, weiß ich gerade gar nicht so auswendig. Dieser Vogel da, voll aggressiv, fliegt da neben uns her. Gut. Jedenfalls, du könntest aber jetzt schon schauen, was in den nächsten Folgen passiert. Direkt im Anschluss, wenn du denn Unterstützer wärst, denn auf Gato Plus geht das. Fragen dazu? Gerne in die Kommentare. Und ja. Der eine oder andere schreit jetzt natürlich schon wieder Gardehol. Du denkst aber dran, dass du... Natürlich denke ich dran. Was hättest du denn gedacht? Ich finde es auch schön, ne? Wir haben jetzt hier unten dann auch nochmal so ein Werk. Wir sind quasi so ein Unternehmen, was hier überall in diesem... auf der Map und in diesem Gebiet hier seine Fühler, kann man das so sagen? Seine Fühler ausgestreckt, seine Löffel ausgestreckt hat. Überall gehört irgendwas zu unserer riesengroßen Goldexpedition dazu. Die damit begann, dass wir eine 900er Schaufel hatten. Meint ihr? Okay, so. Einfach hier zack an. Müsst ihr automatisch gehen. Das habe ich, glaube ich, schon zigmal gesagt, ne? Ihr könnt das mit jedem beliebigen Helfer machen, mit den erweiterten Helfer, mit dem Standardhelfer, mit Cosplay, mit you name it und seine Oma, geht alles. Gut, läuft. Läuft. Und der bringt jetzt natürlich erst den Inhalt weg, den er schon drauf hat, und dann kann er endlich wieder Raps laden. So, keine Ahnung, warum das so lange dauert. Achso, der fährt natürlich jetzt immer oben hoch. Haben wir natürlich jetzt den Vorteil, dass wir da ein bisschen Zeit haben. Und in der Zeit können wir zum Beispiel wieder den Wasservorrat auffüllen. Denn ansonsten läuft natürlich unsere Erdwaschanlage nicht, die den Paydirt erzeugt. Also automatisieren wir das mal eben kurz wieder. Also es ist ja schon automatisiert. Wir müssen es nur einstellen. Ich habe mir natürlich auch eure Kritik zu Herzen genommen, da ich ja immer alle Kommentare lese, dass ich zu viele Sachen dann immer so ein bisschen einstellen und so mache. Ist ja auch richtig. So, mal eben hier Mikrofon ein bisschen einstellen. Das kippt so leicht nach vorne. Ich muss mal irgendwie... Warum ist denn das so lose hier? Komisch. Naja, so. Genug in euren Ohren rumgebumpert. Wieso ist denn hier der Sand noch nicht angekommen? Achso, der ist immer noch unterwegs. Dann können wir ja schon mal den hier leer machen. Dann kann er nämlich gleich den Sand abholen. So, dann stellen wir mal Zement aufladen. Geht nicht, dann soll er schon mal wegbringen. Und ja, auch hierfür, ne? Wir können auch hierfür größere LKW dann demnächst nehmen. Aber wir haben ja Opas alten Trecker noch. Oder Opas alten Anhänger in dem Fall eher. Und warum nicht? Der hat uns ja auch gute Dienste geleistet. So.
Immer mal wieder ein bisschen zu Fuß gehen ist gut für die Figur und hält mich gesund und fit und in Form. Hat ja keiner gesagt, was für eine Form. Es ist auf jeden Fall irgendeine Form. Diesen hohen Turm habe ich auch noch nicht bemerkt. Der ist gut. Der fährt aus irgendeinem Grund nicht automatisch, deswegen helfen wir dem mal gerne über. Das ist auch so ein cooles, so eine coole Mod, ne? Das sind, also, passt so richtig schön. Und wir haben uns schön hochgearbeitet. Das macht ja auch immer Spaß. Okay, so, der hat noch Keith drin. Keith Richards? Nein. Eigentlich müsste, glaube ich, der das machen mit dem Abladen, ne? Weil ich glaube, der hier hat das Problem, dass der nicht richtig dann... Ja. Paydirt kommt. Der hat das Problem, der Muldenkipper, dass der, wenn der die Erde ablädt, oben in der Waschanlage, dass das nicht richtig funktioniert. So, das läuft. Da kommt er gerade angefahren. Sehr schön. Ach, wie diesen LKW da rumstehen, sind an der Kohlemine, ne? Apropos. Aus Kohle können Diamanten werden. Diamanten habe ich nicht, aber wir haben Platin-Unterstützer und Gold-Unterstützer und tolle Unterstützer, wie ihr hier sehen könnt. Die können jetzt schon alle Folgen sehen. Kannst du auch, wenn du möchtest. Plus.garoll.de. Was habe ich denn jetzt vor? Ah, ich weiß wieder. Genau. Wir möchten ja eventuell, aber auch nur eventuell, wollen wir ja den Volvo holen. Und meine natürlich vollkommen super schlaue Idee ist, dass wir verhindern können, dass die sich ins Gehege kommen, indem wir aus dieser Brücke, hier seht ihr, ne, diese beiden grünen Linien, eine Einbahnstraßenbrücke machen. Übrigens, ich kriege auch immer noch Kommentare, die mir erklären wollen, Garderol, du kannst da übrigens, du musst nur einmal fahren. Dann kommt da eine blaue Linie, die kann in beiden Richtungen befahren werden. Du machst dir doppelte Arbeit, ist gar nicht nötig. Falsch. Ich mache das bewusst, dass ich beide Richtungen einfahre. Aber hier würde ich gerne mal probieren, dass wir auch aus dieser Brücke, sowie aus der einen oder anderen Brücke in der Spielwelt auch schon, wo es zu Kollisionen gab, kam, dass wir aus so Engpässen Einbahnstraßen machen, die aus beiden Richtungen befahren werden. Zeige ich euch auch kurz, wie das geht. Ihr nehmt also einfach hier jetzt, ne, ich habe jetzt die Punkte rausgenommen, da müssen wir die so ein bisschen zurück setzen noch, dass die Fahrzeuge sich auch gegenseitig aus dem Weg fahren können. Und so, das heißt, den machen wir weg, den machen wir weg. Und den hier müssen wir noch mal ein bisschen zurückschieben, würde ich sagen. So, schön nach außen und dann geht's los. Wir setzen mittig am Anfang der Brückenpunkt, mittig am Ende der Brückenpunkt. Und dann verbinden wir die. Und zwar einfach jetzt von da nach da verbinden. Gibt eine grüne, das war falsch, mal mit Shift. Einfach von da nach da verbinden, gibt eine grüne Linie. Und dann wieder von da nach da verbinden, gibt eine blaue Linie. Das heißt, eine Strecke, die in beide Richtungen befahren werden kann. Wir machen, glaube ich, doch nochmal in die Mitte nochmal ein Stück. So. Und so. Dann verbinden wir wieder das Wegenetz, was wir bis dato schon hatten, mit dem Ursprung. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. In die Richtung und von da kommend in die Richtung. So, was bedeutet das jetzt? Diese blauen Linien bewirken einen Warte-Lass-mich-vorbeifahren-Status von Fahrzeugen. Das heißt, ein Fahrzeug kann diesen Teil der Brücke jetzt reservieren, wenn es am nächsten dran ist und kann sagen, ich möchte da gleich drüber. Und ein anderes Fahrzeug, was auch theoretisch dann da reinfahren würde, wenn es das eine sehr lange Brücke wäre, zum Beispiel kann man sich das irgendwie besser vorstellen, würde dann warten, bis das Fahrzeug die blaue Linie passiert und ein, zwei Felder passiert hat. Und dann erst losfahren. Ich speichere das mal gerade. Und das war es auch schon. Das war die ganze Anpassung. Ne? Dachte jetzt wieder, es kommt ja fünf Folgen lang mit hier rumfummeln. Was geht da nicht? Nein, nein, keine Sorge. Okay. Haben wir jetzt einfach mal hier den Radlader als Einstellfahrzeug genommen. Was ist das denn hier? Das ist auch noch nie passiert. Unser guter Steine-LKW.
Trifft sich aber ganz gut. Können wir mal eben kurz gucken, was da los ist. Einfach wieder zurück und dann Lassion-Kapelle. Oh. Das war dann doch ein bisschen... Wo will ich denn jetzt hin? Aber da können wir direkt mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Achso, nee, der fährt natürlich hier vorher ab. Okay. Außerdem stehen wir dann dem Wasser-LKW im Weg, der jetzt übrigens automatisch Wasser reinfährt. Hence the name Wasser-LKW. Ja? Das ist wirklich clever. Ich bin auch immer wieder stolz auf mich selber. Okay, wir probieren es mal. Los geht's. Keine Ahnung, was er da jetzt hatte. Hat ihn vielleicht der Wasser-LKW da weggeschoben? Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. So. Wie viel haben wir denn da noch? Kann ich... Ach, zu spät geguckt. Ja, und das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen wirklich den weißen LKW statt Steine transportieren lassen, das hier machen lassen. Eigentlich hätte er kippen können müssen, ne? Warum hat er das denn nicht? Er war nicht ganz leer. Merkwürdig. Gut. Lassen wir ihn einfach wieder zurückfahren. Zurück zur Goldmine und dann soll er... Na? Nee, nicht zur Waschanlage, waren wir gerade. Goldmine. Hat keinen Weg gefunden. Na, was ist da denn los? Wieso hat er keinen Weg gefunden? Da war bestimmt irgendwie wieder ein Fehler im... Nee, er will immer noch nicht. So viel zur Theorie. Jetzt habe ich das da hingebaut und dann könnte man jetzt natürlich meinen, der Garderobe, keine Ahnung. Aber doch, das funktioniert. Eigentlich funktioniert das so. Habe ich vielleicht wieder irgendwo einen Punkt vergessen, irgendwie anzuknüpfen an der richtigen Stelle? Testen wir einfach mal. Was ist hier eigentlich los? 7200. Vorlaufen lassen. Denn ja, so ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Dann haben wir wieder was zum Shoppen. Ich finde es ja immer schön, ne? Dass, ne, wenn man so ein bisschen erreicht hat, dass man vielleicht eine Staffel oder eine Folge damit beenden kann, dass man sich belohnt mit neuen Maschinen und so. Was natürlich nicht geht, wenn man Maschinen zum Beispiel mietet. Wurde auch gesagt, ne? Miete dir das doch. Aber wieso soll ich mir was mieten? Da brauche ich das Spiel nicht zu spielen. Ne? Das ist für mich persönlich vollkommen sinnlos. Wir könnten dann auch die Geschichte testen mit dem IT-Runner, die vom Zuschauer vorgeschlagen wurde, nämlich, dass man die automatisch ablädt. Das heißt, wir könnten einfach mal die Palette jetzt noch hier draufpacken und dann zum Händler fahren. Dann werden wir direkt vor Ort testen, ob es geht. Und wenn es nicht geht, dann Plan B überlegen. So, Band dran. Ladungssicherung ist übrigens ganz wichtig. Da bin ich ja auch jederzeit vorbildlich unterwegs, damit, ne, das nicht, dass das da, so. Alrighty. Jetzt gucken wir mal. Falsch rum gerade wohl. Fahren wir mal zum Händler. Da hinten fährt der Wasser. Der Wasserheini. So, der fährt jetzt hier lang zum Händler. Sehr gut. Rapsernte läuft. Wasser läuft. Ja, und hier ist weit und breit kein Fahrzeug. Das spricht für mich eigentlich auch dafür, ne, dass wir da noch einen weiteren ABG Muldenkipper Volvo Muldenkipper ranholen. ABG Volvo ist es, glaube ich, ne? Haben wir früher auch Produkte hingeliefert bei meinem damaligen Arbeitsgeber. So, gucken wir mal, ob wir hier was rausfinden können. Hier sieht aber alles normal aus. Das ist also mit der Goldmine ist verbunden. Eingehend ist verbunden, rausgehend ist verbunden. Von der Mitte nach da, von da nach da. Warum auch immer der so komisch da hängt, aber es ist... Die blaue Linie ist mit dem verbunden. Der
Sieht man, ne? Der geht nach rechts raus und da geht's zur Mine runter. Das ist also auch alles korrekt. Es sollte eigentlich gehen. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht gehen sollte. Und so, also hier findet er die Goldmine auch. Also, ne, so kann man immer ein bisschen testen, wie, ob es geht. Und da wird Wasser getankt. So, wir schauen mal, ob es hier geht. Ja. Also das, na, da liegt es nicht. Er findet, wenn man hier lang fährt, findet er auf jeden Fall den Weg zur Goldmine. Alles gut. Können wir demnächst mal gucken, wenn wir gerade nicht beladen müssen. Das wird dann auch mal ein bisschen viel an, wie sie machen. Hier, hier ist übrigens die andere Brücke. Was für ein Zufall. Die ich auch so umgebaut hatte. Tja, und der findet es immer noch nicht. Das heißt, also jetzt eigentlich, daraus kann man ablesen, der Fehler liegt zwischen hier und der Brücke. Jetzt kann man immer mal gucken, liegt es daran, aber wir sollten da vielleicht zum nächsten Schnittpunkt fahren. Und wenn ich jetzt immer mal wieder probiere, dann nähern wir uns sozusagen dem Punkt an, wo der Fehler liegt, ne? Also woran es liegen könnte. Tja, und da haben wir wieder keinen Weg gefunden. Was interessant ist. Wir werden da in dem Zusammenhang noch ein bisschen weiter rumforschen. Das kann ich schon mal verraten und was Interessantes rausfinden. Was uns zu einer anderen Idee bringt, die das irgendwie noch cooler macht. Mehr dazu später. Jetzt müssen wir erstmal einmal schauen. Raps läuft, genau. Wasser läuft auch vollautomatisch übrigens, ne? Ich finde das so toll. Ich weiß nicht, ob ich das schon hinreichend oft erwähnt habe. Können wir einfach mal darauf warten, dass der eine LKW zurückkommt. Dann können wir den wieder beladen. Ja, und dann auch hier, ne? Wenn wir jetzt hier wieder schauen, stellen wir einfach beides auf Goldmine. Garderol. Und jetzt findet er keinen Weg mehr zum Nordabladen. Jetzt aber schon. Das ist, irgendwas ist da gerade merkwürdig mit dem Wegenetzfindesystem. Vielleicht wird es auch irgendwann wirklich zu groß und zu umfangreich. Ich meine, es ist eine 16-fach-Map. Ne? Andererseits, rein rechnerisch und technisch, ich sehe nicht, dass mein PC das nicht könnte. Und ich sehe auch keinen Grund, warum das Tool das nicht können sollte. Eigentlich. Na, auch hier, er findet den Weg zur Goldmine. Alles gut. Sollte also funktionieren. Daran liegt es also nicht. Tja, der Kollege fährt noch fleißig Wasser. Wasser ist ja auch so eine Sache, ne? Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Das ist wirklich eine der meisten. Jetzt findet er wieder Nord nicht. Ja. Das ist eine der meist unterschätzten Ressourcen wahrscheinlich in diesem Projekt, denn Wasser geht hier ohne Ende auch durch. Ich meine, das mit dem Diesel, das ist schon aufwendig, wir stellen den her. Aber da braucht man nicht so viel von. Wasser braucht man echt viel. Überlegt, da wird ja auch das Zeug, das läuft dann da durch. Also umweltfreundlich ist das auch nicht, ne? Ja. Tier findet er irgendwie immer erst so beim zweiten Mal. Gut. Gucken wir mal, ob hier irgendein Durcheinander ist. Nee. Wir schnappen uns vorher den LKW, der hat ja gerade abgeladen. Und stellen dem um, dass der nämlich dann hier das Zementwerk befüllt. Damit wir noch ein bisschen Zement verkaufen. Mehr Diversität sozusagen in unserem Produkt. Tja, hier geht es immer noch nicht, obwohl wir da oben die Punkte verschoben haben. Steinladen geht aber. Tja, komisch, ne? Also Steinladen macht er, das andere macht er nicht. Hm? Was könnte das für einen Grund haben? Es geht nicht. Werden wir aber noch rausfinden. Wir werden noch was Interessantes entdecken hier. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wobei interessant natürlich auch immer in der Perspektive des Betrachters liegt. Vielleicht ist es für dich ja nicht interessant, aber ich schlage vor, sie schauen sich das mal an. Ihr Gadi Krüger. Okay, ja. Da steht der große Radlader und hat nichts zu tun. Ne? Das ist auch noch eine Baustelle, die wir demnächst beheben müssen.
Und hier ist der Sand jetzt schon mal angekommen. Immerhin. Jetzt warten wir aber noch eben, bis die LKW wieder zurück sind. Was macht denn der Mann da jetzt gerade? Genau, beides auf Goldgräber und schon, oder beides auf Goldmine 1 und schon können wir viel besser testen. Also hier überall findet das, also hier ist nicht der Fehler. Und hier findet er auch noch niemals einen Rundweg dahin. Interesting. Und hier findet das. Tja, das heißt, also grundsätzlich, wenn ihr solche Fehler analysiert, ne, fahrt ihr die Strecke zurück bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und ich glaube, das mache ich dann mal offscreen, aber nur vom Prinzip gezeigt, ne? Und dann fährt man immer weiter. Jetzt haben wir hier so eine Kreuzung hinter uns. Dann drücken wir nochmal auf Richtung Goldmine fahren. So wie ich das jetzt gerade nicht mache. Ich glaube, ich wollte zur nächsten Kreuzung fahren. Ja, damit will ich euch aber jetzt nicht nerven. Deswegen Ende an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare, Feedback, Daumen, Abos, Likes und nochmal sorry, dass ich nachvertonen muss, aber wegschmeißen ist nicht. Deswegen doppelte Arbeit für dich.